Deutschland ist schön. Ein Land von so atemberaubender Anmut, dass einem das Herz vor Freude in der Brust herumtollen möchte wie ein junger Hund. Und springvergnügt sind auch seine Bewohner, dauerhappy und vollgedröhnt mit Zuversicht. Wo sonst als hier buchen Menschen noch auf dem Sterbebett 14 Tage Mallorca? Entschuldigung, wollen Sie vielleicht ein Stückchen original Bernsauer Presswurst probieren? Ja, gerne. Mhm. Also geschmacklich erinnert ihr mich an einen späten Frühlingsmorgen auf einem Steckrübenfeld. Was denn? Meine Presswurst? Sie haben recht, aber mit einer kleinen Note von Seebrise. Ja, später Frühlingsmorgen auf einem Steckrübenfeld in Meeresnähe. Aber in Nähe eines Meeres mit einem hohen Salzgehalt. Genau. Das trifft es. Das ist der Geschmack eines späten Frühlingsmorgens auf einem Steckrübenfeld in der Nähe des Toten Meeres. Jawohl. Sagen Sie mal, kommt diese Wurst aus Jordanien? Ja, nee, aus Bernsau. Ach, liegt der Bernsau auch am Toten Meer? Das weiß ich nicht. Ich war da noch nie. Ich ja leider auch nicht. Ach, in Bernsau? Sie waren noch nie in Bernsau? Nein, am Toten Meer. Sagen Sie mal, bauen Sie da gerne die Steckrüben an in Jordanien? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in Jordanien. Sollten Sie aber. Die machen dort eine ausgezeichnete Wurst. Die erinnert mich an frühen Morgentau auf angefrorenem Gletschereis. Nee. Sie haben auch Gletscher in Bernsau? Ich sagte doch bereits, ich war weder in Jordanien, noch am Toten Meer, noch in Bernsau. Und woher haben Sie dann die Wurst? Die habe ich im Großmarkt bestellt. In dem in Bernsau oder in Jordanien? In Hannover. Was? Die original jordanische Presswurst aus Bernsau am Toten Meer kommt aus Hannover? Ja. Betrüger. Ich hatte ja mal eine Schwarzwälder Kirschtorte aus Norwegen. Ja, ich hatte Salzburger Macht. Ah! Hallo, Sie sind bestimmt. Moment, wir haben die Gummifetischisten, den Windelträger, den Typen, der sein Schaf heiraten will. Ja, und dann sind Sie Walter Unterbach, der Nacktchecker, ne? Nacktchecker, was ist das denn? Ja, ich nehme an, jemand, der die Leute checkt, ne? Am Flughafen, in der Disco oder sonst wo. Und Sie machen das eben nackt. Und das müssen Sie auch selber am besten wissen. Ich bin kein Nacktchecker. Meine Hobbys sind Nacktschnecken. Verstehen Sie? Nacktschnecken. Ich glaube, ich bin falsch hier. Tja, der ist wohl weg. Schade. Ich weiß. Ich weiß, Sie hassen diese kalte, zynische Fernsehwelt. Stimmt's? Naja, wenn ich über Nacktschnecken reden könnte, dann... Aber ich hasse Sie. Wirklich? Aber warum sind Sie dann... Ich brauche Geld. Viel Geld. Geld für die Rettung der letzten Gibson-Affen. Sie meinen Gibbon-Affen? Nein, Gibson-Affen. Benannt nach dem Entdecker Mel Gibson. Schauspieler? Ist doch egal. Walter, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich Ivana heiße. Sie interessieren mich, Walter. Sie und Ihre Nacktschnecken. Das hat mir noch keine Frau gesagt. Eher immer das Gegenteil. Ach, Walter, wir beide... Wir beide hätten die unsichtbaren Kämpfer in einer kranken Welt sein können. Wir beide? Wir beide. Und wir hätten alles getan, um unser Ziel zu erreichen. Ja, aber das können wir doch. Was war das Ziel? Etwas, für das wir alles tun würden, Walter. Nacktschnecken? Zum Beispiel. Und dafür würden wir Dinge tun, Walter. Dinge, die wir sonst nie tun würden. Ja, das würden wir. Glaub ich. Dann sind Sie der Nacktchecker. Ja, ich bin der Nacktchecker. Was? Noch eine Minute. Walter, begreifen Sie denn nicht? Wenn Sie nicht der Nacktchecker sind, dann fliege ich raus. Und dann gibt es kein Geld mehr für meine Affen. Vor Scham könnte ich dann auch nicht mit Ihnen essen gehen nach der Show. Obwohl ich Sie doch unbedingt näher kennenlernen muss und über Ihre... Nacktschnecken. Alles. Alles erfahren will. Und dann die Affen. Und die ganze Nacht zusammen in meinem Bett. Und ihre Nacktschnecke und die Affen und all die anderen Tiere. Ivana! Walter! Ja, für eine bessere Zukunft, für ihre Gibson-Affen. Ja, und für ihre Nacktschnecken, Walter. Ja, ist gleich mein Essen. Wow, ich hätte gedacht, an wem beißt ihr die Zähne aus? Das war mein Kinderspiel. Und weißt du was? Den sehen wir nächste Woche wieder bei Enttäuschte Liebe, du hast mich verraten und verkauft. Ich krieg sie alle. Deutschland steht für Handwerk. Unsere Glasbläser beispielsweise sind imstande, ganze Gebäudekomplexe aus einem einzigen Stück zu blasen.
hier alles in Ordnung? Sicher. Ganz sicher. Sie haben sich entschieden. Ja, ich nehme das Putengeschnetzelte mit Reis. Oh, das tut mir leid. Das ist aus. Oh, schade. Naja, vielleicht kann ich da noch was drehen. Bitte? Ich meine, wenn der Preis stimmt. Also, haben Sie jetzt noch was von dem Geschnetzelten oder nicht? Nein, ich habe Ihnen ja gesagt, das Geschnetzelte ist aus. Aber irgendwo findet sich ja immer noch was. Und wenn Sie wirklich so einen Heißhunger darauf haben... Hab ich. Was kostet mich das? Wissen Sie, für mich ist das nicht ganz ungefährlich. Wenn das rauskommt, dann kriege ich... richtig Ärger, aber richtig Ärger. 20 Euro, okay? Ich bin ja nicht allein. Der Koch, der will ja auch. Und der hat 7 Kinder. 50 Euro, drunter läuft nichts. 30. Okay. Die Sache ist ziemlich riskant, wenn das auffliegt. Sie haben mich nie gesehen. Okay. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott Herr am 7. Ich hab da mal eine Frage. Auch wenn das wieder meine Predigt unterbricht, aber bitte. Hat Gott wirklich alles erschaffen? Ja, gewiss, das hat er. Auch die Seegurken? Ja, auch die Seegurken. Und Milchmelkmaschinen und Tapetenkleister auch? Ja, wenn man so will, auch die Milchmelkmaschinen und den Tapetenkleister. Und Senf. Und was ist mit dem Ozonloch, Frauenfußball und der unbezahlten Überstunde? Also Frauenfußball hat Gott bestimmt nicht erschaffen. Wieso nicht? Rhythmische Sportgymnastik gibt's ja auch. Und Senf. Ja, aber ich meine Frauenfußball, ich meine Gott ist doch nicht blöd, ne? Passa? Unsinn. Natürlich nicht. Siehst du. Aber Pastor Humsen hat gesagt, Gott hat alles erschaffen. Dann gehört Frauenfußball auch dazu. Ja, blöd Männer auch. Vorsicht, ein Paar aufs Maul hat er nämlich auch erschaffen. Ruhe! Gott hat euch nach seinem Ebenbild erschaffen, also benehmt euch gefälligst auch so. Das Hinksen ist nach Gottes Ebenbild erschaffen, du machst Scherze, Pastor. Hey, nicht Hinksen. Euch alle hat er nach seinem Ebenbild erschaffen. Und Senf? So sollte er Senf nach seinem Ebenbild erschaffen. Ja, vielleicht stimmen wir einfach mal ab, ne? Also, wer ist dafür, dass Senf nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde? Einer. Und was ist mit Ketchup? Siehst du? Bevor wir kurz über das bisher Gesehene nachdenken wollen, sei mir noch eine kleine Bemerkung gestattet. Die Einwohner Deutschlands haben sich bis heute ihre Fantasie bewahrt. Das schlägt sich auch in den vielfältigen Geschäftsideen nieder. So gibt es kaum eine Innenstadt ohne Waldorf-Metzgerei, Obon-Reparaturdienst oder Glatzen-Pflegeheim. Das macht uns keiner nach. Willkommen zurück im schönsten Deutschland, das es je gab. Die Böden sind frisch gebunden, die Betten sind frisch bezogen, die Frauen sind frisch geföhnt. Selbst die Müllhalden sind so appetitlich und gepflegt, dass Zeitschriften wie Mann und Müll, Haus und Halde begeistert darüber berichten. Kein Zweifel, wir leben in einer 5-Sterne-Nation. Herr Petzold, können wir noch 2 Portionen Steinbutt anbieten? Aber natürlich, so perfekt wie ich den filetiert habe, haben wir noch ein paar Portionen. Na wunderbar, also dann noch 2-mal Steinbutt. Moment, Moment mal, wieso denn nur Steinbutt? Wieso nichts anderes? Nein, ist doch prima, oder?
Prima hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine Katastrophe. Wieso sollte das eine Katastrophe sein? Die Leute mögen offensichtlich ihren Steinbutt. Ja, aber warum denn nichts anderes? Oh mein Gott, sie mögen nichts anderes. Ich bin ruiniert. Oh mein Gott, ich sehe schon auf dem Feinschmecker mit großen Lettern stehen. Wolfgang Petzold muss seine Sterne zurückgeben. Und was mache ich dann? Der braucht schon einen Steinbutt-Koch. Ich bin sicher, die anderen Gerichte schmecken auch. Aber der Steinbutt schmeckt vielleicht einen Hauch besser. Aha! Sie geben es also zu, die anderen Sachen schmecken nicht. Was haben Sie gehört? Haben die Leute sich beschwert? Komm! Jetzt sagen Sie doch die Wahrheit! Ich erfahre doch nichts hier hinterm Herd! Oh, ich weiß. Die denken, ich kaufe Gammelfleisch. Nein, nein. Ich habe frisches Fleisch. Sehr frisches Fleisch. Ich werde jetzt mit diesem Hoppelmoppel nach draußen gehen und ich werde ihn direkt am Tisch schlachten. Ich gebe denen frisches Fleisch. Herr Petzold, Wolfgang, das geht doch nicht. Da sind Kinder draußen. Das Kaninchen allein ist doch nicht der Grund. Ja, aber was ist es denn dann? Warum schmeckt es Ihnen denn nicht? Oh, Sie müssen probieren. Was soll das denn jetzt? Sie müssen probieren, hier und jetzt. Los. Das schmeckt wunderbar. Das ist alles ganz hervorragend. Hervorragend. Aber warum schmeckt es denn dann nicht? Oh, ich weiß, irgendjemand hat gesagt, dass man hier nur den Steinbutt genießen kann. Wer tut denn sowas? Ich weiß, Witzigmann will mich Petzold klein machen. Oh, Witzigmann, wo bist du? Aber vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass ich rumgesprochen habe, dass Sie den besten Fisch der ganzen Stadt machen. Ich meine, könnte doch sein, oder? Den besten Fisch der ganzen Stadt. Das sagt man. Ja, ich bin sicher, wenn die alle erst mal ihren Steinbutt gegessen haben, werden die früher oder später auch wieder all die anderen leckeren Gerichte bestellen. Ja, Sie haben so recht. Hast du das gehört, Steinbutt? Du bist der beste Fisch der Stadt. Ja, ich muss warten können. Geduld. Sie denken an die 2 Portionen Steinbutt, ja? Wir lieben unsere Polizei. Darum nennen wir sie zärtlich Bullen. Was so viel bedeutet wie Kraft, Stärke, Mut. Ach, guck mal, Dietmar. Ist das nicht der Wagen 17 von den Kollegen Stubbe und Denker? Ja, das ist er. Aber warum stehen die denn da? Ja, warum sind die denn da nicht drin? Ich glaube, das sollten wir checken. Ja, warte mal. Was ist denn da drüben los? Da sind die Kollegen, ja, und sie haben Freunde getroffen. Na dann. Bist du sicher, dass das Freunde von Stubbe und Denker sind? Sieht eher so aus, als würden die auf die Kollegen einprügeln. Aber natürlich sind das Freunde. Sonst hätte Stubbe ihnen doch wohl kaum seine Pistole gegeben, oder? Aber es sieht irgendwie so aus, als hätten die Streit bekommen. Meinst du, wir sollten hingehen und schlichten? Ja. Los. Warte mal. Ich denk gerade mal nach. Ich auch. Der Stubbe und der Denker. Weißt du noch, als wir auf dem Polizeifest damals das Kuchenbuffet gemacht haben? Ja, genau. Wo auf einmal so viele Leute Streuselkuchen haben wollten und wir mit dem Verkauf nicht nachgekommen sind? Was haben wir die beiden angefleht, hä? Und? Haben sie uns geholfen? Nein. So ein bisschen Kuchenbuffet kann man doch auch alleine machen, haben sie gesagt. Ja, aber sind wir auch so gemein? Nein. Wir haben es dann doch auch wirklich alleine geschafft. Wir sind an der Aufgabe gewachsen. Wir sind dadurch zu besseren Polizisten geworden. Wollen wir wirklich unseren Kollegen die Chance nehmen, zu besseren Polizisten zu werden? Nein! Nein! Definitiv nein! Ganz klares Nein! 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 Und nochmals Nein! Die werden uns nochmal so dankbar sein. Allerdings. Los. Wenn es keine weiteren Vorschläge zur Tagesordnung unserer Vereinssitzung gibt, dann stelle ich sie hiermit zur Abstimmung. Punkt 1, Begrüßung durch den Vorsitzenden, das bin ich. Punkt 2, Beschluss über die Tagesordnung. Punkt 3, Verschiedenes. Gegenstimmen? Wir könnten doch mal was machen. Marlies, was soll denn das jetzt? So eine Tagesordnung zusammenzustellen, ist eine sehr schwere Aufgabe. Jede Änderung ist ein Eingriff in die Souveränität des Vorsitzenden. Ich dachte ja nur, wir treffen uns jetzt seit einem halben Jahr zur Vereinssitzung und dann sitzen wir nur rum und trinken Bier. Ja und? Was ist denn daran schlimm? Wir sind ein Verein, das ist doch erst normal. Und dann kommst du mit so revolutionären Ideen. Meinetwegen können wir ruhig mal was machen. Naja, so ein paar Aktivitäten können ja nicht schaden. Genau.
Gut, dann eröffne ich hiermit den Sitzungspunkt Planung von Vereinsaktivitäten. Wir könnten eine außerordentliche Vereinssitzung machen. Das oder wir machen einen Ausflug. Ja, und wohin bitte sehr? In den Zoo? Die haben da jede Menge Käfige. Im Zoo war ich mit der Schule mal, war doof. Wir könnten das Vereinsregister besichtigen. Oder meine Eltern auf dem Friedhof. Halt, ich hab's. Was haltet ihr von einer Kassenprüfung? Wir könnten gemeinsam Topflappen häkeln und die dann auf dem Basar. Ich will Käfige sehen. Ach, Hans-Karl, sag du doch mal was. Was willst du denn? Ja, noch ein Bier. Also, wir haben jetzt zwei Vorschläge, die im Raum stehen. Der eine, den habe ich vergessen, und den anderen von Heinz Karl. Wer ist für Ersteren? Und wer ist für eine außerordentliche Kassenprüfung mit viel Bier? Gut, dann beauftragen wir doch mal Anneliese mit der Planung. Ach, Anneliese, geh und hol doch mal 7 Bier. Hm? Unser Gesundheitssystem gilt seit der Abschaffung der Krankenkassen als vorbildlich für die ganze Welt. Unsere Krankenhäuser sind so effizient, dass 25% mehr Patienten als geheilt entlassen werden, als eingeliefert wurden. Ja, hier ist die Jessie. Ich hab echt ein Problem. Was? Nee, ist kein Nagel eingerissen. Nee, hier die zwei Typen, die bewegen sich nicht mehr. Ja, beeil dich. Mann, ey, Herr Lörsch! Ey, Herr Lörsch, aufwachen jetzt hier! Hä? Herr Drieser! Herr Drieser! Was ist denn? Mann, ey, scheiß Sozialstunde, hier ist lieber am Strich. Ja, das wäre für die Kerle auch besser. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Ey, ja nix, ich hab nur die Tabletten vertauscht, die von dem Lörsch. Hab ich dem Drieser heben und vom Drieser dem Lörsch. Sag mal, und dafür rufst du mich? Ich hatte gerade voll viel zu tun, ey. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Die sehen so komisch aus. Jessie, hast du mal mit logisch denken versucht? Hallo! Was? Wenn du dem die Tabletten von dem gegeben hast und dem die Tabletten von dem, dann legst du den jetzt in das Bett und den in das los. Komm mal. Du musst auch mal nachdenken. Ja. Mann, Jessie, ey. Jetzt so, Mann. Komm rüber jetzt mit dem. Oh, warte, jetzt tu ich den hier rüber. Siehste, Herr Lörsch, jetzt tu doch mal die Füße. So, und jetzt haben sie beide wieder die richtigen Tabletten gekriegt. Verstehst du das? Morgen. Ist der Patient fertig für die OP? Sicher, der ist fertig. Aber wie fertig der ist, ne? So, Herr Lörsch, auf geht's. Jetzt bekommen Sie eine neue Niere. Siehst du, Jessie, ist doch alles wieder gut. So ein bisschen verschnitten, ne, ist doch immer. Wir sind das potenteste Volk der Welt, denn Sex begegnet schon dem deutschen Kind täglich in allen Bereichen unserer großartigen Sprache. Denken wir nur an Begriffe wie geht's, wie steht's, komme gleich oder Standgebläse. Guten Tag. So. Heute schreibt der Kursplan für unseren Integrationskurs vor, dass ich euch Rechnen beibringe. Klar, ist ja auch wichtig. Ihr meintet Matikbanausen, solltet ihr wissen, wie viel 10 Euro in Rubel, Drachmen oder Salzrädern ist. Also, ich habe 12 Äpfel und 3 Freunde. Wenn ich die Äpfel gleichmäßig aufteilen will, wie viel Äpfel kriegt dann jeder? 4 Äpfel. Falsch. Na ja, klar. Ich bin ja auch noch da. War ja klar, dass Sie nicht alle abgeben. Was will das heißen? 3 ist richtig. 12 Äpfel durch 4 Personen. So ist es richtig. Wäre richtiger, wenn Sie Äpfel einpflanzen. Dann hat in 3 Jahren das ganze Dorf immer Äpfel. Ja, jetzt pflanze ich auch noch Äpfel. Hä? Und von den 12 Bäumen wird dann das ganze Dorf satt, oder was? Ihr denkt doch für keine 2 Cent nach. Nein, nach 2 Jahren haben Sie 96 Äpfel. Pflanzen ein, haben 108 Bäume. 2 Jahre später haben sie 864 Äpfel. Pflanzen ein, macht 6.912 Bäume. In 10 Jahren haben sie 442.368 Bäume mit je 8 Äpfeln. Dann werden alle satt. Ja. Alles klar, dann etwas, was man nicht einpflanzen kann. Ja?
Ich habe 15 Euro und zwei Freunde. Wie muss ich die Euros verteilen, damit alle gleich viel haben? Na, wenn du bringst Geld zur Bank, Festgeld? Ja, dann kriegt ihr hier noch ganz richtig. Ihr sollt hier rechnen. Dann eben Steine, Steine, Steine. Ja, also wenn ich meinen Freunden von meinen 15 Steinen welche abgeben will... Wer schenkt denn seine Freunde Steine? Ich würde das tun. Aber Gott sei Dank habe ich keine Freunde. Dann hast du immer 15 Steine. Da hätte ich lieber Euro oder Äpfel. Jetzt reicht mir das hier. Ihr internationale Besserwisserbande! Womit soll ich denn rechnen, wenn ihr immer alles besser wisst? Ihre Beispiele sind blöd. Blöd, blöd! Ja, klar. Na gut, ich bin gespannt. Erzähl mal, Klugscheißer. Sehr gespannt. Guck. Hier tanzen vier. Und hier tanzen drei. Womit musst du rechnen? Ihr wollt mich wohl verarschen. Das, womit muss ich rechnen? Mit Regen! Wir haben gesehen, Deutschland ist wie ein gut gepflegter Ferrari, der auf gerader Strecke beschleunigt. Aber es liegt natürlich auch verdammt gut in der Kurve. Ich für meinen Teil freue mich jetzt auf meinen wohlverdienten Feierabend. Nehme ein schönes Vollbad in exakt 42 Grad heißem Eierlikör. Bis bald. Und nächste Woche gibt's schon wieder noch mehr Deutschland. So, heute sieht der Lehrplan für unseren Integrationskurs wieder so ein Wischiwaschi-Kram vor. Assoziationen bilden. Das wird ein Spaß, das sehe ich jetzt schon. Das ist Herr Machalke. Sellerie. Mögen Sie eigentlich Sellerie? Entschuldigen Sie, aber ich würde mich jetzt schrecklich gerne um diesen Mann hier kümmern. Also ich schon. Was? Ich esse sehr gerne Sellerie. Ich denke, wir müssen reden. Worum dreht es sich?